Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 11, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend kommunaler Schutzschirm des Landes wirkt schneller als erwartet. Landkreis Marburg-Biedenkopf und Stadt Kassel stehen beispielhaft für die Erfolge der Schutzschirmkommunen. Die Drucksache 19/4533. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Als erster Redner hat sich Kollege Reul von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Finanzen in unseren Kommunen entwickeln sich weiterhin erfreulich positiv. Natürlich helfen die guten konjunkturellen Rahmenbedingungen und die vielfältige partnerschaftliche Unterstützung des Landes. Das Ziel und der Anspruch von CDU und BÜNDNIS 90 den GRÜNEN ist, die Rahmenbedingungen für die hessischen Kommunen durch eine partnerschaftliche Politik zwischen Land und kommunaler Familie stetig weiter zu verbessern. Mit dem Dreiklang aus dem kommunalen Schutzschirm, der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches und den beiden kommunalen Investitionsprogrammen Teil 1 und 2 setzt das Land ein deutliches Zeichen der finanziellen Unterstützung und Stärkung der hessischen Kommunen. Den erfolgreichen Weg zu ausgeglichenen öffentlichen Haushalten wollen wir auch in der Zukunft gemeinsam mit den Kommunen gehen, damit diese ihre Haushalte nachhaltig und generationengerecht gestalten können. Insgesamt über 9,3 Milliarden € wendet das Land Hessen dafür auf. Über den kommunalen Schutzschirm mehr als 3 Milliarden € zur Entschuldung der Kommunen. Zur Stärkung der Finanzkraft über den kommunalen Finanzausgleich, der in diesem Jahr eine Rekordhöhe von über 4,6 Milliarden € erreicht, und zur weiteren Unterstützung von Investitionen insgesamt 1,5 Milliarden € über das kommunale Investitionsprogramm. Ziel der Landesregierung war und ist es, dass alle hessischen Kommunen die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich meistern, sei es durch notwendige eigene Anstrengungen oder die Hilfe der Solidargemeinschaft oder die Unterstützung durch das Land, erforderlichenfalls auch durch eine Kombination der einzelnen Komponenten. Es ist wichtig, dass wir auf allen Ebenen an strukturell ausgeglichenen öffentlichen Haushalten arbeiten, im Bund, im Land sowie auch bei den Kommunen. Wir wollen eine Zukunft ohne ständig wachsende Schuldenberge erreichen. Wir wollen die finanziellen Lasten nicht immer weiter auf nachfolgende Generationen abwälzen, sondern wir wollen solide, nachhaltige und generationengerechte öffentliche Haushalte. Dies ist zudem die zwingende Voraussetzung, um die finanziellen Handlungsmöglichkeiten auch für die Zukunft zu erhalten. Das Land unterstützt die Landkreise, Städte und Gemeinden dabei auf vielfältige Weise. Der Schutzschirm. Insgesamt über 500 besonders konsolidierungsbedürftige Kommunen hat das Land mit einem über 3 Milliarden € großen Schutzschirm den Kommunen die Unterstützung gegeben, die das auf freiwilliger Basis auch annehmen wollten. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt die ersten großen Erfolge. Denn der Landkreis Marburg-Biedenkopf und die Stadt Kassel, beide haben als erste Schutzschirmkommunen den Schutzschirm schon wieder verlassen, dies am 30. Januar dieses Jahres. Es war der frühestmögliche Zeitpunkt, da sie ausgeglichene Haushalte schon in 3 aufeinanderfolgenden Jahren aufweisen konnten und darüber hinaus sogar Überschüsse von insgesamt über 100 Millionen € erzielen konnten. Ich glaube, an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch an den Landkreis Marburg-Biedenkopf und die Stadt Kassel ist angemessen für die erfolgreiche Sanierung und die weitere auch erfolgreiche Gestaltung der Haushalte. Dass der Schutzschirm des Landes eine äußerst wirkungsvolle Hilfe für finanzschwache Kommunen darstellt, belegen die eindrucksvollen Konsolidierungserfolge der Schutzschirmkommunen. Ich möchte sie ganz kurz im Einzelnen darstellen. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat seinen Haushaltsausgleich schon zuerst im Jahr 2013 erreicht. Er erhielt von dem Land insgesamt 48 Millionen € Entschuldungshilfen und bei den kommunalen Investitionsprogrammen insgesamt über 20 Millionen €. Die Stadt Kassel
Haushaltsausgleich 5 Jahre früher als im Plan ursprünglich verabredet. Entschuldungshilfen vom Land insgesamt über 260 Millionen €, Mittel aus dem KIPP-Programm 72 Millionen €. Und als Drittes der Wetteraukreis. Als dritte Schutzschirmkommune konnte zwischenzeitlich der Wetteraukreis den Schutzschirm verlassen am 13. März. Der Haushaltsausgleich wurde insgesamt 6 Jahre früher erreicht. Die Entschuldungshilfen des Landes haben 116 Millionen € betragen. Die Mittel vom KIPP waren insgesamt 36 Millionen €. Lieber Herr Kollege Rudolph, man muss auch gönnen können an dieser Stelle. Von daher herzlichen Glückwunsch diesen drei Kommunen. Herr Kollege, Sie müssten zum Ende. Ich komme auch gleich zum Ende. Ich gratuliere noch den Verantwortlichen im Wetteraukreis ganz herzlich für diesen erreichten Erfolg. Das Land ist ein verlässlicher Partner der Kommunen. Wir kümmern uns mit dem Kommunalen Schutzschirm um die Gesundung der Finanzen. Wir wollen weiterhin die Kommunen ermuntern, auf diesem Weg voranzuschreiten. Die Unterstützung des Landes ist gewiss. Ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, Herr Kollege Reul. Als nächster Redner spricht nun Kollege van Ooyen von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wieder einmal reden wir über den Kommunalen Schutzschirm, und wieder einmal versuchen die Regierungsfraktionen, den Kommunalen Schutzschirm als großen Erfolg darzustellen. Das können wir. Dazu muss man erst einmal klarstellen, warum die Landesregierung überhaupt auf die Idee kommen konnte, den Kommunen bei der Entschuldung zu helfen. Es war ja nun nicht so, dass das aus lauter Mildtätigkeit passiert ist, sondern weil die Landesregierung gesehen hat, dass die Kommunen dauerhaft und strukturell so unterfinanziert waren, dass sie selbst bei massiven Kürzungen nicht in die Lage kommen werden, überhaupt solche Schulden abzubauen. Übrigens ein Problem, das viele Kommunen weiterhin haben werden. Das Thema Altschulden ist ja noch lange nicht gelöst. Zum anderen hat die Landesregierung selbst dafür gesorgt, dass die Kommunen chronisch, wie gesagt, unterfinanziert sind. Wie war es? Diese Landesregierung war es, die im Angesicht der Schuldenbremse dafür gesorgt hat, dass die Kommunen nicht mit ausreichenden Mitteln ausgestattet wurden. Der Kürzungsdruck in den Kommunen kommt ja nicht daher, dass die Kommunen Geld für goldene Bordsteinkanten verschleudert haben, sondern daher, dass das Land versucht hat, den eigenen Haushalt auf Kosten der Kommunen zu sanieren. Der Kommunale Schutzschirm mit seinen verbindlichen Konsolidierungszielen hat dazu geführt, dass in den Kommunen noch entschieden werden durfte, in welcher Reihenfolge die sozialen Grausamkeiten begangen wurden, also ob erst die Kita-Gebühren steigen oder zuerst die Bibliotheken geschlossen werden. Meine Damen und Herren, die beiden Kommunen, die Sie hier herausgestellt haben, Herr Reul, auch noch einmal, sind eben gerade keine Erfolgsgeschichte. Nehmen Sie etwa Kassel, wo Stadtteilbibliotheken geschlossen und Kita-Beiträge erhöht wurden. Gerade in Kassel, übrigens gegen den Willen der Bevölkerung in Kassel noch einmal sehr deutlich, gerade in Kassel sieht man übrigens auch, dass die Schuldenbremse für Kommunen und nichts anderes ist der Schutzschirm, gerade nicht generationengerecht ist. Oder wollen Sie ernsthaft behaupten, dass die Streichung von Ausbildungsstellen bei der Stadt als eine Maßnahme der Generationengerechtigkeit zu verkaufen ist? Hier wurde eine Kommune dazu gedrängt, Einschnitte vorzunehmen, die in Summe kaum etwas zur Konsolidierung beigetragen haben, dafür aber erhebliche Nachteile für die Menschen vor Ort bedeuteten. Denn tatsächlich zeigt sich gerade in Kassel das, was typisch ist für eine unterfinanzierte Kommune. Der weit überwiegende Teil der Ausgaben sind Pflichtaufgaben. Hier kann eine Kommune praktisch nichts sparen. Vielmehr findet die Konsolidierung auf der Einnahmenseite statt. Noch im Jahr 2012 hatte die Stadt Kassel um 119 Millionen € niedrige Aufwendungen, als sie das für das Jahr 2017 plant. Gleichzeitig aber plant Kassel für das Jahr 2017 126 Millionen € höhere Erträge.
Sprich, die Ausgaben steigen deutlich, noch deutlicher aber die Einnahmen. Das liegt aber nicht am Kürzungsplan, den die Landesregierung durchgesetzt hat, sondern an der positiven Wirtschaftslage. Selbst Herr Reul hat vorhin davon gesprochen, an höheren Einnahmen der Einkommensteuer und vor allem aus der Gewerbesteuer. Wer also ausgeglichene Kommunalhaushalte will, der braucht vor allem höhere kommunale Einnahmen. Dazu kommt, dass Sie in Ihrem Antrag auch noch auf das Kommunale Investitionsprogramm verweisen. Mit Verlaub. Erst sorgen Sie dafür, dass die Kommunen nicht mehr in der Lage sind, zu investieren, und dann wollen Sie sich dafür feiern lassen, dass Sie Sonderprogramme aufleben, um den Investitionsstau nicht noch größer werden zu lassen. Sorgen Sie endlich dafür, dass die Kommunen dauerhaft ordentlich ausgestattet sind und dafür, dass die Altschulden der Kommunen endlich angepackt werden. Für uns das Wichtige wäre, überhaupt einmal zu erfahren, wie groß der Investitionsstau in Hessen eigentlich ist, um ihn dann endlich auch dauerhaft aufzulösen zu können. Jedes Jahr ein neues Programm aufzulegen, bringt vielleicht viele schöne Ideen für neue Imagefilme, aber es löst das Problem nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege van Ooyen. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schmidt von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Kollege Reul, man hat so das Gefühl, täglich grüßt in dem Fall gähnt das Murmeltier. Ich weiß nicht, glaube ich, das ist der 15. Aufguss, den wir über den Schutzschirm hier im Hessischen Landtag haben. Viel Neues ist nicht zu hören. Und eigentlich hat bei Ihrem Beitrag nur noch gefehlt, die Hessische Landesregierung ist die kommunalfreundlichste in dieser Welt und darüber hinaus. Ja. Und vor allem darüber hinaus. Ja. Was Sie immer vergessen zu erwähnen, sind die Schattenseiten des Schutzschirms. Diese werden von Ihnen nie beleuchtet und werden von Ihnen immer überspielt. Nämlich die Schattenseiten, dass die Kommunen von der Landesregierung gezwungen worden sind, den Bürgern erheblich in die Tasche zu greifen. Und deswegen, natürlich ist es so. Und Sie haben den Schutzschirm als Schlagstock gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern genutzt. Das ist die nüchterne Erkenntnis. Und dazu gibt es auch Zahlen. Die Kommunalsteuern in Hessen wurden erhöht vom Jahr 2012 auf 2015 um 750 Millionen €. 750 Millionen € haben Sie den hessischen Bürgerinnen und Bürgern in diesem Zeitraum durch Ihre Politik entzogen. Und dann feiern Sie sich, meine Damen und Herren. Da verstehen wir in der Tat etwas anderes unter echte Hilfe durch das Land und einen echten Schutzschirm. Nein, der Schutzschirm ist wirklich als Schlagstock gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern eingesetzt worden. Und zudem sind die Kommunen noch gezwungen worden, die Investitionen zu kürzen. Die Investitionen in diesem Zeitraum sind um 200 Millionen € zurückgegangen. Und, meine Damen und Herren, schauen Sie sich doch einfach einmal die Bilanz an. Schauen Sie sich doch einmal an, wie der Schuldenstand der hessischen Kommunen ist. Er hat sich im Vergleich zu 2011 überhaupt nicht verändert. Er ist sogar noch leicht gestiegen, meine Damen und Herren. Das ist das Erfolg von einem 3-Milliarden-Programm, weil Sie es ja nicht einmal geschafft haben, mit diesem Programm aufzufangen, was es an Defizitentwicklungen alleine in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 gegeben hat, wo die Defizite 2,1 Milliarden € bzw. 1,45 Milliarden € betrugen, meine Damen und Herren. Und zudem ist dieser Schutzschirm für die Kommunen teuer erkauft worden, mit einer Kürzung von den 344 Millionen €. Das kriegen Sie immer wieder zu hören. Das haben die GRÜNEN auch noch bis vor wenigen Jahren vertreten, dass es teuer erkauft worden ist, dieser Schutzschirm, meine Damen und Herren. Und dass der Schutzschirm ein Knirps ist, das erkennt ja auch die Landesregierung. Anders, meine Damen und Herren, und Kollege Kaufmann, ist doch gar nicht zu erklären, dass der Innenminister momentan über einen Erlass nachdenkt, wie die Altdefizite im Land Hessen bei den Kommunen eingefangen werden können. Und da muss ich Ihnen sagen, aber anders als diese Überlegungen, die wahrscheinlich wieder vorsehen, die Kommunen
ja in Zwänge zu bringen und eine nächste Runde der Erhöhung der kommunalen Steuern vorsehen. Das ist ja sozusagen mit angelegt in diesem Erlass, wo schon wieder als Planspiel durchgespielt wird, die Grundsteuer B auf 800% zu erhöhen, meine Damen und Herren. Das wird sozusagen als zumutbar in diesem Erlass sozusagen schon wieder unterstellt. Doch, das, jetzt, ich hol's klar. Wir haben ja schon mal eine Situation gehabt. Wenn ich jetzt sozusagen jemand bitte, die Unterlagen und das zu zitieren, wird es für Sie wiederum dramatisch, meine Damen und Herren. Natürlich, Sie haben durchgespielt in diesem Erlass als Variante 3. Als Variante 3 auf der Seite 5 haben Sie sozusagen durchgespielt, was passiert und wann muss man aufgreifen, nämlich wenn erschöpft ist, die Grundsteuer B über 800% Euro, dann müsste sozusagen kommunalrechtlich sozusagen eingegriffen werden. Das ist in Punkt 3 der Variante 3 genau durchgespielt worden. Und da, meine Damen und Herren, das ist die neue Runde, die eingeleitet werden soll und wo die Bürger davor geschützt werden müssen. Es muss etwas anderes her. Es muss etwas anderes her. Weil der Kollege Reul von tickender Zeitbombe spricht. Ja, wir haben eine tickende Zeitbombe, und das sind die Kassenkredite der hessischen Kommunen in Höhe von 6,5 Milliarden Euro. Bundesweit mit einem sehr, sehr, also sind wir leider weit vorne. Und die sind überhaupt nur in den Griff zu kriegen, wenn es mal wirklich ein echtes Entschuldungsprogramm seitens der Landesregierung gibt, um diese Kassenkredite abzubauen. Das, was Sie vorsehen, dass die Kommunen diese Defizite selbst abbauen und wieder mit Überlastung, mit Leistungskürzungen, mit Erhöhungen wieder von kommunalen Gebühren oder mit Leistungseinschränkungen, meine Damen und Herren, das wird nicht klappen. Und deswegen ist ein echtes Programm seitens des Landes notwendig, und wir werden das sicherlich auch noch einmal angemessen diskutieren. Und ich stütze noch einmal. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Allerletzter Satz. Herr Kollege von Euner hat vollkommen recht. Das wird auch mit dem KIP-2-Programm, wo Sie sich mal wieder mit fremden Federn schmücken, weil es ein Bundesprogramm ist und weil die Hauptmittel vom Bund kommen. Wir werden auch in der Frage kommunaler Investitionen nur einen Schritt weiterkommen, wenn eine echte strukturelle Hilfe für die Kommunen angelegt ist. In Hessen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt. Als nächster Redner spricht nun Kollege Hahn von der FDP-Fraktion. Bitte, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte an Herrn van Ooyen noch einmal die Bemerkung herüberrufen. Es ist Fakt, der Schutzschirm ist ein Erfolg. Es ist schlichter Fakt, der Schutzschirm ist ein Erfolg. Da können Sie sich noch so sehr argumentativ regen und biegen und machen und tun. Der Schutzschirm, so wie er ausgestattet worden ist und wie er von den Kommunen freiwillig angenommen und freiwillig umgesetzt worden ist, ist ein Erfolg. Ja, es war freiwillig gewesen. Sie wissen genau, dass eine Reihe von Kommunen das nicht. Ach, also, wenn man so beratungsresistent ist wie Sie, Herr Schaus, dann sollte man doch einfach einmal zuhören. Man kann vielleicht noch etwas lernen. Auch wenn die Ideologie bei Ihnen schon relativ weit die Schranken vor die Augen gesetzt hat. Der Schutzschirm ist ein Erfolg, meine sehr verehrten Damen und Herren, und trotzdem bedarf es dieses Antrages nicht. Und trotzdem bedarf es dieses Antrages nicht. Und dann hätte man wenigstens, liebe Unionschristen und liebe Grüne, hätte man wenigstens noch dazu geschrieben, dass es nicht nur Kassel und Marburg-Biedenkopf ist, sondern dass es seit 14 Tagen auch der Wetteraukreis ist. Es wurde jetzt noch vorgetragen. Aber wenn man schon meint, man müsse etwas wirklich auch positiv besetzen, dann soll man es richtig machen. Ich habe ja noch Verständnis dafür, dass die Kollegen von der CDU das in den Wetteraukreis gar nicht so wollten, weil vor Ort wollten sie es ja auch nicht so wirklich. Aber mich überraschte schon, dass die Kollegen der GRÜNEN das nicht da reingeschrieben haben. Das ist doch ein Verdienst der damaligen Koalition, von SPD, von GRÜNEN und der FDP im Wetterauer Kreistag und im Wetterauer Kreisausschuss gewesen, dass vorzeitig der Wetterauer Kreis seine Verpflichtungen im Schutzschirm erledigt hat. Warum schweigen Sie denn eigentlich, die GRÜNEN? Ist alles aus der Vergangenheit verdrängt? Sind Sie nur noch sozusagen der Vorspieler von den Schwarzen? Ich verstehe das nicht. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das ist vielleicht noch interessanter, Herr Schaus, wenn Sie sich damit einmal beschäftigen würden, und das ist das Thema Freiwilligkeit, ist, was jetzt gerade passiert. Also, wir bejubeln jetzt die Vergangenheit, und ich wette, dass Kollege
Dr. Schäfer wieder ausführlich darauf hinweisen wird, dass der damalige Koalitionspartner der FDP diesen Schutzschirm mitentwickelt und mit auch beeinflusst hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damals gab es keine Schreiben des Präsidenten des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, in dem er sich über die Verhaltensweise der Landesregierung beschwert hat. Ihnen liegt doch allen vor. Sie haben es doch bekommen. Ein Schreiben vom 13.03. des Präsidenten, Herrn Harald Semmler, an den hessischen Minister des Innern und für Sport unter der Überschrift Optimierung der Finanzaufsicht, Szenarien für den Altfehlbetragsabbau, in dem, ich zitiere jetzt, festgehalten wird, nach eingehender Erörterung im Präsidium und Hauptausschuss unseres Verbandes ist festzustellen, dass alle drei Szenarien, Klammer auf, die von der Landesregierung vorgelegt worden sind, Klammer zu, nicht zustimmungsfähig sind. Wir werden keine Lösung mittragen, mit der, wie es in allen drei Varianten der Fall ist, die Kommunen mit den auch durch Verhalten des Landes hervorgerufenen Altdefiziten und Kassenkreditverbindlichkeiten alleingelassen und zu erheblichen Steuer- und Gebührenordnungen durch das Land gezwungen werden. Es geht noch weiter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der nächste Satz ist noch interessanter. Mit Befremden sind in unserer Mitgliedschaft bereits die Änderungen zu den § 3 und 25 der Gemeindehaushaltsverordnung durch die jüngste Novelle der Gemeindehaushaltsverordnung aufgenommen worden. Meine sehr verehrten Damen und Herren von GRÜNEN und meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, es ist schön, dass ihr eine schwarz-blau-gelbe Sache bejubelt. Vielen herzlichen Dank. Wir sollen uns ja heute freuen, habe ich gemerkt, habe ich gehört. Vielen herzlichen Dank. Aber wieso macht ihr denn jetzt solch eine Politik, dass die Kommunen und immerhin der größte kommunale Verband ein derartiges Warnschreiben an den Minister und dann auch an die Fraktion im Hessischen Landtag schreibt? Kommt bitte wieder zur Vernunft. Die Kommunen müssen freiwillig ihre Entschuldung machen können und nicht so gezwungen, wie sie es vorhaben. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Goldbach von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, meine Herren! Der aktuelle Wetterbericht. Ab morgen lockert die Bewölkung auf. Es wird sonniger und wärmer. Also gute Aussichten. Und gute Aussichten haben wir tatsächlich auch für die hessischen Kommunen. Wenn wir uns einmal die Finanzierungssalden 2016 ansehen, dann haben wir seit langer, langer Zeit insgesamt einen Überschuss von 329 Millionen €. 2015 betrug das Ergebnis noch ein Defizit von 145 Millionen €. Das ist wichtig, denn das zeigt, wir haben tatsächlich einen Wendepunkt. Nachdem es lange, lange Zeit nach unten ging, scheint sich bei den Kommunen jetzt eine Entwicklung abzuzeichnen, dass sie Überschüsse erwirtschaften und ihre Finanzen konsolidieren können. Das sind gute Aussichten für unsere Kommunen. Wir haben außerdem nach wie vor sehr gute Steuereinnahmen. Schon 2015 waren die hessischen Kommunen im Vergleich zu den anderen Flächenländern an der Spitze, und auch 2016 hat sich das fortgesetzt. Auch das ist gut. Soweit die Lage aktuell. Wenn wir jetzt noch einmal zurückblicken in das Jahr 2012, als die Hessische Landesregierung das Schutzschirmprogramm aufgelegt hat, sah es eben nicht so gut aus. Auch dort aber hat eben die Hessische Landesregierung die Kommunen nicht im Regen stehen lassen, sondern hat sie unterstützt. Sie hat ihnen Schutz und Hilfe angeboten. Das ganz Wesentliche dabei ist, das möchte ich einmal sagen, nachdem jetzt ein paar Mal gesagt wurde, die Kommunen wurden genötigt, gezwungen oder sonst irgendwas. Das Wesentlichste ist doch, dass das Land mit den Kommunen eine Vereinbarung getroffen hat. Die Vereinbarung sah eben so aus: Wir Land Hessen geben euch Entschuldungshilfen und Zinsdiensthilfen, und ihr macht einen Konsolidierungsplan. Die Kommunen haben ihre Konsolidierungspläne gemacht. Ich habe das damals selbst aus der Sicht zweier Schutzschirmkommunen gesehen, denn ich habe in der Kreisverwaltung Gießen gearbeitet und war im Kreistag Vogelsberg. Wir GRÜNE, damals hier noch in der Opposition, haben das sehr kritisch betrachtet.
Aber wir haben gesehen, dass das ein vernünftiger Weg ist, um langsam die Altschulden abzubauen. Deswegen haben auch wir GRÜNE uns in den Kommunalparlamenten, in den Städten, in den Gemeinden, in den Kreisen dazu entschlossen, dieses Angebot anzunehmen und haben aktiv an diesen Konsolidierungsplänen mitgearbeitet. Natürlich haben wir dabei Maßnahmen verabschiedet, die zumutbar waren, die wir in den Kommunen verkraften konnten, sodass die Leistungsfähigkeit nicht eingeschränkt war und es gab keine Grausamkeiten dabei. Also, das Prinzip war doch Freiwilligkeit der Teilnahme und vor allem Entscheidungsfreiheit bei den teilnehmenden Kommunen, wie die Entschuldung stattfinden sollte. Das ist das Wesentliche. Schön war, dass von den Kommunen, die in Frage kamen von dem Schutzschirm, wenn es Brei regnet, muss man Löffel raushalten. Also haben 100 Kämmerer den Löffel rausgehalten und haben das Programm auch angenommen. Und schön ist, dass wir heute so gute Erfolge sehen können. Meine Kollegen haben das schon gesagt, Kassel, Marburg-Bieden, Kopf- und Wetterau-Kreis. Und um das noch einmal zu vervollständigen, ich glaube, die SPD hört nicht gerne gute Nachrichten, aber ich denke, ich bin immer noch lauter hier. Es wäre vielleicht ganz nett, wenn Sie mal ein bisschen zuhören würden. Gute Nachrichten auch aus dem Landkreis Gießen. Dort hat nämlich gerade das Regierungspräsidium den Doppelhaushalt für 2017-18 genehmigt, und der sieht Überschüsse vor. Und da der Kreis Gießen auch im Jahr 2015 und 2016 Überschüsse erwirtschaftet hat, könnte, wenn das alles gut läuft und so weitergeht, auch dieser Kreis nächstes Jahr vorzeitig den Schutzschirm verlassen, statt wie geplant im Jahr 2023. Also, wir sehen hier einen weiteren sehr schönen Erfolg. Weitere Aussichten. Noch ein Blick aufs allgemeine Klima. Wir haben gestern über das Klima geredet. Also, es wäre schön, wenn wir hier auch für die Kommunen ein schönes Klima schaffen würden. Die Regierungsfraktionen und die Regierung tun das. Auch die Opposition könnte an einem guten Klima in unseren hessischen Kommunen und hier im Landtag mitarbeiten. Denn nur in einem guten Klima gelingt Wachstum und Gedeihen. Und daran wollen wir doch alle arbeiten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns und unseren hessischen Kommunen einen heiteren und sonnigen Frühling. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Ulbricht. Das Wort hat der Finanzminister, Herr Dr. Schäfer. Bitte. Einen Moment, Herr Minister. Meine Damen und Herren, bitte auch zum Abschluss der Sitzung etwas Aufmerksamkeit noch von allen Seiten, überall auf der Regierungsbank, im Hause insgesamt. Seid so lieb, es gehört sich so. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat haben wir heute Anlass, mit deutlich mehr Gelassenheit und Zuversicht auch auf die Finanzlage unserer hessischen Kommunen zu schauen, als wir das noch hatten, als wir die Grundzüge des kommunalen Schutzschirms hier in dem Hause durchaus ja auch kontrovers diskutiert haben. Wir haben insgesamt eine sehr viel verbesserte finanzielle Lage auf der kommunalen Ebene, so wie wir ja gesamtstaatlich als Land, aber auch der Bund in besonderer Weise davon profitieren. Aber wir haben eine Entwicklung, die auffällig ist. Wenn Sie sich anschauen, zwischen 2014 und 2015 war das Gesamtdefizit der hessischen Kommunen trotz insgesamt guter Entwicklung der öffentlichen Finanzen noch einmal leicht gestiegen. Während das Gesamtdefizit, ja, Vorsicht, Herr Schmidt, zuhören bis zu Ende, während die Defizite der Schutzschirmkommunen von 2014 noch fast 200 Millionen € Defizit, in 2015 schon 40 Millionen € Überschuss hatten. Das heißt, die Schutzschirmkommunen haben sich sehr viel positiver entwickelt, während sich die Nicht-Schutzschirmkommunen in die andere Richtung entwickelt haben. So, ja. Deshalb mag ja doch möglicherweise der Prozess mit den Schutzschirmkommunen, der übrigens in der weit überwiegenden Zahl der Kommunen vor Ort mit einem hohen Maß an Bereitschaft zur parteiübergreifenden Zusammenarbeit sehr viel konsensualer
vonstatten gegangen ist als die meisten Debatten zu dem Thema hier im Hause, war es jedenfalls angezeigt, darüber nachzudenken, welche Instrumente aus den Gesprächen mit den Schutzschirmkommunen, vor allem das Element Gestaltungsfreiheit vor Ort zu belassen, aber klare Ziele miteinander zu verabreden, wie am Ende auch in der Diskussion mit den Nicht-Schutzschirmkommunen verwenden können. Und Peter Beuth spricht ja mit den Kommunen bereits seit Ende des Jahres 2015 über die schlichte Frage, wie gehen wir denn mit den Altdefiziten, den verbliebenen Altdefiziten der Kommunen für die Zukunft um? Jetzt wird es interessant. Gehen wir mal wieder ein paar Jahre zurück, als wir den Schutzschirm hier verabredet haben. Wenn ich Ihnen da angekündigt hätte, dass die Gesundung der kommunalen Finanzen so weit gediehen sein wird, dass wir im Jahr 2017 nicht mehr über neue Defizite reden, sondern über den Abbau alter Defizite, dann hätten Sie mich wahrscheinlich hier betitelt mit Bezeichnungen, die an der Grenze der parlamentarischen Zulässigkeit gewesen wären. So, ja, Herr Schmidt, Sie und uns viel zu vornehmen. Das ist ein Punkt, den ich sehr gern mehrfach im Protokoll stehen hätte, weil das würde ich gern mehrfach nachlesen, weil ich erlebe es so selten. Das ist das Problem dabei. Aber ganz nebenbei. So, meine Damen und Herren. Also, ist es notwendig, jetzt einen Prozess darüber zu führen, wie man dieser Frage umgeht? Und da hilft es natürlich, Frau Kollegin Goldbach hat ja zu Recht darauf hingewiesen, wenn die hessischen Kommunen im letzten Jahr einen Überschuss in der Finanzierungshalten von weit über 300 Millionen € hatten, dann ist das, wenn die Kommunen verantwortlich damit umgehen und damit Altdefizite abbauen, ein erster riesiger Schritt in der Frage des Abbaus der Altdefizite. Und einen solchen Prozess zu organisieren, im Einvernehmen individuelle Lösungen am Ende herbeizuführen, das ist das Ziel des Innenministers in den laufenden Gesprächen mit den Spitzenverbänden. Und da ist es nicht mehr als normal, dass an diesem Prozess Diskussionen um unterschiedliche Sichtweisen geführt werden. Seien Sie gewiss, am Ende wird auch dort ein erfolgreicher Prozess der kontinuierlichen Reduzierung der Defizite stehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, uns ist es gelungen, mit dem Schutzschirm ein bundesweit beachtetes Pilotprojekt zu etablieren, damals in der Konstellation von CDU und FDP gemeinschaftlich. Von den GRÜNEN damals, ich kann mich gut erinnern, ihr habt euch damals enthalten in der parlamentarischen Abstimmung, seit der oppositionellen Versuchung nicht erlegen, sozusagen mal auf alles draufzuhauen, was die Regierung gemacht hat. Und am Ende haben wir dieses Projekt nun auch in veränderten Konstellationen mit der weit überwiegenden Basis hier im Hause getragen, verwirklicht. Ein extremer Erfolg bei der Konsolidierung der kommunalen Finanzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich glaube, da können wir alle miteinander ein Stück stolz darauf sein, dass das gelungen ist. Und wir setzen die Arbeit entschlossen fort. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Kollege Schmidt. Wolltest du gleich? Ja, dann mach. Los jetzt. Gerne, Herr Präsident, weil der Finanzminister auch noch einmal die Frage der Altdefizite angesprochen hat und weil der Innenminister auf meinen Vortrag hin, dass es Planungen gibt, wo als Orientierungspunkt die Grundsteuer B auf 800% anzuheben, er als falsch bezeichnet hat, will ich Ihnen hier vortragen aus einem Schaubild, das heißt Vorstellung von Abbauszenarien für die AG-Optimierung des kommunalen Finanzaufsicht aus dem Ministerium des Innern und für Sport. Da heißt es Szenario 3, Schuldentragungslösung, keine generelle Abbauverpflichtung von KK, aber eventuelle höhere Zinslasten müssten durch Grundsteuer B kompensiert werden, die bis zur Grenze von 800% angehoben werden müsste, meine Damen und Herren. Ich stelle fest, dass ich zumindest hier an diesem Pult zu Recht gesagt habe, dass das Innenministerium über eine Orientierungsgrenze von 800% redet, an denen die Grundsteuer angehoben werden sollte, um sozusagen Altdefizite abzulösen, meine Damen und Herren. Und darüber werden wir, Herr Innenminister, sicherlich diskutieren. Wiederhole noch einmal, wir dürfen und das Land kann die Kommunen, weil es selbst dafür auch die Impulse gesetzt hat und für ihre Politik verantwortlich ist, kann die Kommune nicht auf diesen Altdefiziten, insbesondere den 6,5 Milliarden € Kassenkredite, alleine sitzen lassen müssen. Da muss ein echtes Programm her, meine Damen und Herren. Und das wird ja auch die Diskussion in den nächsten Monaten sein, glaube ich, an dieser Stelle. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Schmidt. Das Wort hat der Innenminister. Herr Minister Beuth.
Herr Kollege Schmidt, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt keine solchen Planungen. Es gibt in der Tat Szenarien, die durchgesprochen werden müssen, die mit den kommunalen Spitzenverbänden besprochen werden müssen, welche Möglichkeiten insgesamt existieren, um Kassenkredite zurückzuführen. Und dafür muss man alle Möglichkeiten sozusagen durchspielen, und die muss man halt eben entsprechend darstellen. Und wir sind in einem Dialog mit den kommunalen Spitzenverbänden über die Frage, wie wir dies angehen. Wir werden vom Spitzenverband des Hessischen Städtetages ausdrücklich sozusagen unterstützt in dieser Frage, dass wir an die Altschulden herangehen. Der Hessische Städte- und Gemeindebund stellt die grundsätzliche Thematik auch nicht infrage. Und deswegen, wir sind im Gespräch. Ich finde, der Respekt vor auch dem Dialog mit den Spitzenverbänden, dem Respekt sind wir, sollten wir, nein, wir schulden dem Dialog einen entsprechenden, den entsprechenden Respekt und sollten abwarten, wie die Gespräche ausgehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wie beim Schutzschirm auch in dieser Frage eine Lösung miteinander finden, die einvernehmlich ist, die am Ende aber dazu führt, dass das Land insgesamt mit seinen Kommunen generationengerecht handelt. Und das ist das Ziel unserer Politik. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag. Wer ihm zustimmt, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD und DIE LINKE. Damit ist der Entschließungsantrag beschlossen.